Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe euch gerade die Brötchen gezeigt im Ofen. Eigentlich sollen sie ein bisschen gehen, bevor sie in die Hexe reinkommen. Das war aber beschlagen. Mein Stück ist wieder fleißig dabei. Es ist jetzt 9. Das ist nicht dein Schnucki. Das ist der Bäckermeister, der angehende. Angehende. Lehrling im Moment, also noch vor der Lehre. Bäckermeister ist seit 8 Uhr in Gange, nicht seit um 4:30, wie die letzten Tage. Ja, ich muss auch mal aufschlafen, ne? Aber eigentlich brauchen wir gar nicht so die Brötchenschnucki. Wir hätten auch die von gestern essen können. Das ist doch auch Reiseproviant. Na gut. Also, wir wollen heute zusammen mit den Kindern frühstücken. Heute ist, was ist heute? Freitag. Und er schläft zwar noch, aber... Morgen. Morgen gestern alles? Doch, heute ist Freitag. Und wir wollen heute mit den Großen frühstücken. Ich habe schon mal Eier gekocht. Ich würde ganz gerne gleich mal Eiersalat schnippeln und schon mal langsam den Tisch decken. Draußen liegt immer noch der Schnee und ich glaube auch nicht, dass er jetzt so schnell irgendwie weichen wird, weil es recht kalt ist. Wir haben sogar schon Minusgrade wieder. Und es hat gerade eben auch so ein bisschen geschneit. Jetzt ist wieder so Ruhe, aber mal gucken. Also die nächsten Tage soll es noch ein bisschen schneien bei uns hier. Nun möchte ich gleich einmal den Tisch schon mal decken. Wir hatten kurz mit Max geschrieben, die nehmen nochmal die nehmen für Chris jetzt einmal ganz kurz ein Video auf und sagt, dann können wir uns nochmal helfen. Ich fange aber trotzdem schon mal an, in Ruhe den Tisch zu decken. Die Brötchen brauchen noch eine Weile, die Eier schrecke ich gerade ab. Und was mir noch einfiel, ich habe kein Schnittlauch. Das heißt, ich werde dann einfach ein paar Kräuter nehmen, die ich habe, so von Ankerkraut irgendwas. Und ich habe noch Bärlauch. Vielleicht kann man das auch nochmal dazu geben. Ich weiß nicht, wie das schmecken wird, aber ich denke mal Bärlauch oder Schnittlauch. Ist nicht so ein gewaltiger Unterschied. Ja, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los und decke schon mal den Tisch. Der Tisch ist soweit fertig und jetzt bin ich gerade dabei, so unsere Grapefruits hier zu schneiden. Diese Grapefruit heißt nicht Grapefruit, das ist die Grapefruit, die geheime Abnehmwaffe der Stars. Ja, genau, angeblich, ja. Habe ich im Internet gesehen. Wir haben leider keine Orangen, normalerweise würde ich Orangen schneiden, aber jetzt haben wir... Orangen haben zu viel Kohlenhydrate, mein Schatz. Ach so. Grapefruit hat weniger. Na gut. Und trotzdem bei voller Vitaminleistung. Okay. Auf jeden Fall, alles andere ist soweit fertig. Ich muss nur noch einmal den Salat machen, also den Eiersalat. Und dann bis auf die Brötchen. Also die Brötchen brauchen noch. Das Wichtigste. Ja. Und so sehen die Brötchen aus. Leute, die sind richtig fett. Schnucki, die sind so hoch gegangen, obwohl die Hefe vorher eingefroren war. Ich muss ein bisschen Licht machen dann. Ja, okay, mach mal Licht. Heftig, oder? Schon heftig. Und ja. Die wachsen wieder zusammen, haben wir ein paar Philippinbrötchen. Achso, ja, das ist cool. Ja, Tisch ist soweit fertig. Wir warten jetzt nur noch einmal auf die Kinder. Und ich schnibbel jetzt einmal Eiersalat. Dafür brauchen wir wirklich nicht viel. Wie gesagt, ich habe leider keinen Schnittlauch. Ich habe hier Eier. 6 Stück reichen völlig. Bärlauch nehme ich dazu, Curry und Ankerkraut-Gewürz. Salatgewürz und Mayo. Mayo könnt ihr je nachdem nehmen, die ihr habt. Vegane Mayo ist genauso lecker. Schmeckt auch sehr gut und dieses hier aus dem russischen Laden mit Schmand vermischt. Also ist beides Schmand und Mayo sozusagen. Na gut, ich leg mal schnell los. I used to be afraid of falling in love. My past relationship was a disaster, but now I don't care. Cause you took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain, show me how to heal and now I
smell wrapped in my bedsheets. Don't wanna wash it away. Mann, die sehen aus wie aus der Fabrik. Ich habe nochmal rechtzeitig die Kamera anbekommen, weil ich habe gedacht, oh mein Gott, das muss ich jetzt unbedingt filmen. Guck mal, wie schön die aussehen. Die kleben gar nicht. Mein Stücki hat das Blech mit Butter eingepinselt. Das ist viel besser als Backpapier. Ja, das stimmt, ja. Yeah. Das ist krass. Soll ich das unternehmen? Das war nur das eine, alle? Das lose ist. Nee, ich habe das abgemacht. Lass mal erstmal abkühlen. Ach so. Oder? Oh ja, nein, das ist, ja, abkühlen, sonst batschen die noch ran. So, ich habe jetzt beschlossen, dann doch nochmal ein Rührei zu machen. Habe ich mir selber auch Hunger drauf. Die Brüche sind da Hammer. Hast du gut gemacht, Bäckermeister. Die sind aber irgendwie noch ein bisschen zu klein. Die müssen mehr so Triebkraft groß haben. Achso, ja. Also jetzt, das muss ein bisschen... Das passt schon. Ausgasen. Wie sagt man denn dazu? Gehen. Also, obwohl die waren schon eine Stunde im Gehofen. Mhm. Aber sehen krass aus. Im Gärofen. Wie sagt man denn dazu? Oh, ich bin noch weit entfernt von meinem Gesellenbrief hier. Und das schneit wieder und die Flocken sind größer geworden als vorhin. Könnt ihr das sehen? Ich finde es echt krass. Ne? Wir hatten vor Weihnachten Schnee, Weihnachten, Silvester nichts und jetzt haben wir wieder Schnee. Ja, das ist heftig. I know sometimes I get too caught up in all of the wrong things, but you're always there to guide me. I used to be afraid to fall in love. Relationship was a disaster, but now I don't care. So, mein Schatz hat jetzt hier mal so eine richtig gute Idee. Sie möchte eine ganze Packung Rosinen in den Rest von dem Teig reinschmeißen und ein Rosinenbrot backen. Ich habe schon sehr, sehr, sehr lange kein Rosinenbrot oder Brötchen gegessen. Wie war das noch mit den Kohlenhydraten? Ja, aber ist nicht schlimm. Ach, schmeiß rein. Also, ich habe gedacht, so. Rosinen alle sind gesund. Ich freue mich so drauf, ne? Also das ist mein Kuchenersatz. Jetzt aber irgendwie in den Teig reingeknetet werden, ne? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, normalerweise macht man das wahrscheinlich vorher rein, ne? Also in Mehl. Ich mache nie Rosinen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Doch, das hast du schon mal gemacht. Aber auch so, in den Teig wie rein. Wie viele 100 Jahre ist das her? Ja, ist schon ein bisschen her. So, Rührei habe ich jetzt auch hier drin. Das muss nur noch einmal gebraten werden. Und ja, dann warten wir nur noch auf die Kinder, es ist jetzt 10, bis die dann hierher kommen und wir dann frühstücken können. Mein Rosinenbrot ist soweit fertig zum Backen. Ist richtig cool. Adam hat versucht, die Rosinen so ein bisschen reinzustecken. Ich glaube, das sind zu viele Rosinen, ne? Ja, das macht aber nicht. Kannst du doch gleich so aus der Tüte essen dann. Ja. Oder du nimmst dir ein Brötchen und legst sie da als Aufschnitt drauf. Ey, da war eine Rosine. Also wir haben so versucht, die so ein bisschen, Adam hat versucht, die so ein bisschen reinzustecken. Ich bin gespannt, wie das gleich schmeckt. Weil wenn man die halt von außen lässt, die Rosinen, dann verbrennen sie nachher recht zügig. Deswegen sollen die lieber im Teig verschwinden. Aber der Teig geht sowieso nochmal auf. Dann verstecken die sich sowieso wahrscheinlich automatisch. Der geht schon zum dritten Mal auf. Ich weiß nicht, ob da noch viel aufgeht. Guten Morgen. Guten Morgen. Rührei ist fertig. So, das heißt, wir wollen jetzt mit dem Tipptopp anfangen aufzunehmen. Ja. Esch wecken, der schläft nämlich noch. Er schläft noch. Nee, Leo rennt hier durch die Gegend. Willst du raus, Leo, in Schnee? Ja, genau, willst du in Schnee? Mhm. Was ausgerutscht, ne? I used to be afraid until insecure. So,
das Rosinenbrot soll es noch ein bisschen gehen. Max versucht jetzt Ash wach zu kriegen. Gestern waren wir alle total spät im Bett. Ich glaube so gegen 12 oder so. Ich habe gesagt, wir müssen es wieder einpendeln. Auf jeden Fall, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Montag ist schon der erste Schultag. Und man muss natürlich alles wieder rausnehmen aus dem Zimmer, ne? Stecker ziehen. Handy raus. Erst dann konnte er dann schlafen. So, ansonsten können wir gleich, wenn Ash soweit ist, frühstücken. Und schon sitzen wir am Frühstückstisch und es wird endlich gegessen. Alle haben Hunger. Und ja, ich hoffe, das schmeckt euch alles. Wir haben uns ganz viel Mühe gegeben mit Papa. Sieht ehrlich gut aus. Ja, das freut mich. Also, wir hauen jetzt rein. Hier ist noch Avocado, sonst falls jemand möchte. Na, guten Appetit. Er schläft noch. Ja, ich habe auch Eiersalat. Eiersalat. Erst probierst du meinen Eiersalat, weil eigentlich magst du mittlerweile Eiersalat. Ja, doch. Nur manchmal. Aber meinen nicht, oder wie? Also ich hoffe, dass der schmeckt. Ja. Zum Glück hat meine Schnickel mal schnell gesagt, so, denkst du an das Brot oder guckst du mal nach dem Brot? Also das Brot ist fertig. Sieht doch perfekt aus. Ja, wir sind auch mit dem Frühstück eigentlich fast fertig. Es ist auch gut was weggegangen. Wer möchte denn ein bisschen Eiersalat essen? Wer möchte noch ein Brötchen? Ich bin absolut satt, ehrlich. Wollt ihr ein Brötchen mitnehmen? Ja. Für die Fahrt? Ja, die Kinder fahren weg. Wir essen nachher wahrscheinlich eher am Woche. Und dann ein bisschen Hunger haben, ich glaub, kann ich schauen. Ah ja. Schön. Ja, stimmt. Das muss man nicht machen in Dänemark, ne? Mhm. Hotdog aus der Pölserbude. Habt ihr vegetarische? Was denn? Ah, habt ihr gut. Mhm. Doch nicht aus der Pölserbude. Selber machen. Was? Pölserbude. Was ist das? Pölser sind die dänischen Würstchen. Genau, diese roten. Ach so. Und eine Pölserbude ist das diese ist Standard. Dieser Jahrmarktstand, wo man dann. Das Ding ist, er weiß eh nicht, ob die aufhaben. So. Ah, ist eh okay. nicht saisonmäßig. Ja, stimmt. Ich filmte gerade so. Bei Max schneide ich mal den Kopf ab. Das ist zu groß. Ja, also die Kinder fahren heute weg nach Dänemark, das haben wir noch gar nicht erzählt. Mit Schneegestöber. Mit Schneegestöber, da soll es sehr, sehr kalt sein, minus 10 Grad. Gut, bei uns ist ja auch Schnee jetzt hier, ne? Aber hier wird auch die Tage kalt, ne? Ein Stück weiter oben wurde gerade der kälteste Tag ever gemessen, mit minus 47 Grad. Echt? Ein Stückchen weiter oben. Ein Stückchen weiter oben, also irgendwo im Nordpol. In Schweden ist das irgendwo. Also es geht ja ziemlich weit hoch, ne? Ja, ja. Ja. Aber Schweden ist bestimmt auch cool. Ja. Schweden, Norwegen oder so ist bestimmt auch sehr schön, mit ganz viel mehr Schnee als sonst. Die kälteste Temperatur war jemals 53 minus. Echt? Schweden, glaube ich. Hm. Und in Russland? Habe ich irgendwo ein Video gesehen, dass über 40. Ja, auch so. Waren es auf jeden Fall über. Ich habe ein Video gesehen, dass sich da draußen deren Autos nicht ausmachen können, weil sie sonst nicht wieder angehen. Krass. Genau. So, dass, dass die Wasserleitungen alle oben laufen, weil die sonst im Boden eine Schrott, also ja, Schrott gehen. Ja. Das ist schon nicht ohne. Also ist das denn wärmer als unterirdisch? Ja, weil der Boden so gefroren ist. Mhm. Und oben drüber ist minus 40 Grad. Das ist angenehmer. Kannst du Not mit irgendeinem so Gastdings da so, man kann auch ran, aufwärmen. Man kann auch ran, ne? Ja, kann sein, ich weiß es nicht. Ja, na gut, ihr Lieben. Also, wir räumen das einmal ganz kurz hier alles ab. Ich würde sagen, das war's jetzt hier mit diesem Frühstücksvideo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis weißt dann. Du wie ein Eskimo-Pinkel? Tschüss. Nee, hab's. Tschüss. Na, weißt du, sag mal, eigentlich ist das so ein Jetoff, dafür müsstest du jetzt so ein paar Eiswürfel in der Hand haben und dann so klong, klong, klong. Ah, so Pinkel in Eskimo. Ja, okay, Leute, hab ich jetzt auch gelernt. Ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Took my scars, bruises and broken heart, numbed all the pain. Show me how to heal and I